Diese beiden haben etwas Besonderes im Gepäck. Sonnenbrillen aus naturbelassenem Tropenholz. Entworfen haben sie Christian Konz und Matthias Köppe aus Köln, zusammen mit drei Freunden unter dem Label Kerbholz. Die Idee kam uns auf einer Reise durch Zentralamerika. Da bin ich mit einem Kumpel rumgereist. Und wir sind viel auf Kunsthandwerksmärkten gewesen und haben da die vielfältigen Verarbeitungsmöglichkeiten von Holz gesehen. Und irgendwie dachten wir uns, was kann man da noch draus machen? Die Modelle sind an bekannte Brillenklassiker angelehnt. Sie heißen Justus, Ferdinand, Leopold und Alfons. Damit die Oberfläche glatt bleibt, sind die Gestelle nur leicht lackiert. Die Brillendesigner im Alter von 24 bis 28 haben 2012 ihre Start-up-Firma gegründet. Inzwischen kann man ihre Holzbrillen nicht nur online, sondern bei 45 Händlern europaweit kaufen. Eine Sonnenbrille gibt es ab 139 Euro. Weil jeder Baum halt auch anders wächst, ist auch jede Brille von uns irgendwie ein Unikat, was halt wunderschön ist. Und ganz klar auch die Haptik, die der Werkstoff bietet, das ist halt super. Zum Beispiel hier, das ist jetzt Alfons in Sandelholz. Fühlt sich einfach gut an. Worauf es bei den Holzbrillen ankommt und was sonst noch angesagt ist in diesem Sommer, weiß die Optikerin Carol Lukau. Holzbrillen sind nicht ganz so einfach zu bearbeiten, auch nicht so einfach anzupassen wie jede andere Kunststoffbrille. Deswegen ist es wichtig, dass sie auch von Anfang an perfekt auf der Nase sitzt. Und jeder, der Holz kennt, weiß, es ist auch im Gesicht eine schöne Rarität. Keine Rarität mehr ist dieser Klassiker, die Pilotenbrille. Ursprünglich wurde sie für US-amerikanische Armeepiloten entworfen. Auch in diesem Sommer gehört sie wieder zu den beliebtesten Brillenmodellen. Was anders ist, ist einfach, dass sie im Detail ein bisschen ausgearbeiteter ist bei Damen. Hier zum Beispiel auch schön mit Leder, mit verschiedenen Farben. Sie bleibt groß dieses Jahr. Bei manchen auch sehr schön, wie man hier sieht, ein bisschen gebogener. Das macht das Ganze windschnittig. Bei den Herren alles eher ein bisschen geradliniger. Die mögen nicht so gerne verspielte Sachen. Ein ebenfalls gefragter Klassiker, die runde Panto-Form aus den 20er Jahren. Diesen Sommer ganz groß im Kommen sind Brillen in Form von Katzenaugen oder Schmetterlingen. Auch hier ein Trend zum Retro-Look. Die Cat-Eye-Brille und die Schmetterlingsbrille sind beide sehr neue Modelle, gibt es noch nicht lange auf dem Markt. Tragen kann es jede verrückte Dame, die es möchte. Die Cat-Eye-Brille eher für schmale Damenköpfe und die Schmetterlingsbrille kann eigentlich jede Dame tragen. Farblich ist diesen Sommer Color Blocking angesagt. Egal ob gelb, lila, grün oder knallrot, je bunter, desto besser. Die Formen groß und rund. Für mich auf jeden Fall, weil ich nämlich einen großen Kopf habe, eigentlich ein großes Modell, was natürlich auch echt zu meinem Gesicht passt. Und halt so Neonfarben, die halt richtig aktuell sind, halt Hauptsache kräftige Farben. Ich finde helle Farben immer schön für den Sommer, auch so was hier so ein bisschen so Perlmuttmäßiges. Die ist bunt, die ist groß, ist aus Kunststoff. Es ist modern, aber es ist auch ein Klassiker. Sonnenbrillen finde ich generell gut, wenn die eher so größer sind, also halt so das halbe Gesicht bedecken. Meine Lieblingssonnenbrille ist gerade im Moment genau die ich aufhab. Das ist eine alte Pilotenbrille. Ich glaube, die heißt Aviator. Und ja, ich finde die eigentlich ganz stylisch. Also, kann man sich mit auf der Straße blicken lassen, ne? Bis die Holzbrille zum Standard-Accessoire gehört, dauert es wohl noch ein bisschen. Die Jungdesigner von Kerbholz planen bereits ihre nächste Brillenserie. Nach Zebrano und Sandelholz, diesmal aus Holz von heimischen Bäumen.